Konnichiwa, Minasan. Heute möchte ich euch Sugar Apple Fairy Tale vorstellen. Das Ganze ist storymäßig von Miri Mikawa, artworkmäßig von Yosorano Udon und Charakterdesign von Aki vorstellen. Das Ganze gibt es sogar schon als Anime. Ich bin der Meinung, es wird schon die zweite Staffel angekündigt. Wurde schon angekündigt über Crunchyroll. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Königreich Highland werden die Feen als Sklaven unterjocht. Die Feen werden auf Sklavenhändlermärkten verkauft. Es gibt Tierfeen, es gibt Helferfeen, es gibt Kriegerfeen, wo Schalle dazu zählt, das ist er hier. Und ja, Anna Halford möchte eine Zuckermeisterin? Wie nennen sie das hier oben? Eine Zuckerbäckerin. Genau, und sie wird eine Zuckersilberbäckerin werden. Und weil die Reise dahin ziemlich ziemlich banditenreich ist, also man sollte nicht ohne Geleit durch die Felder Ödnis reisen. Deswegen möchte Anna Halford sich eine Fee als Leibwächter suchen und trifft eben auf Schalle, die Fee Schalle. Und ja, sie möchte sich aber lieber mit ihm anfreunden, als ihm Befehle zu geben. Weil sie ist der Meinung, auch ihre Mutter war der Meinung, man sollte Feen freundschaftlich gesinnt sein und nicht eben als Sklaven halten. Damit man die Feen eben als Sklaven halten kann, werden ihm jeweils ein Flügel ausgerissen. Und wenn man diesen Flügel berührt, den ausgerissenen Flügel, kann man den Leuten, den Feen Befehle geben. Ja, soweit so gut. Ich habe Band 1 wirklich gemocht. Bis zum 1.10. gibt es den noch für 5 Euro. Und habe ganz vergessen, der ist von Ultraverse. Und Ultraverse kriegt im Moment so süße Mangas raus, ganz ehrlich. Also ich habe so viel jetzt schon von Ultraverse, seitdem dieser Manga-Konzern gibt. Und der ist wirklich sehr toll. Ich finde, Charlie sieht im Anime sogar noch ein bisschen besser aus als im Manga. Aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil Band 1 hat leider so einen ganz kleinen, wie so einen Cliffhanger. Das hat nämlich mit dem Zucker von ihr zu tun. Von Anne. Und ich wollte sofort Band 2 haben. Wenn ihr dieses Video seht, ist bestimmt Band 2 schon draußen und ich habe es auch wahrscheinlich schon gelesen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie der Manga weitergeht. Vielleicht habe ich auch dann schon den Anime gesehen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja mal, weil der Anime, oh, der sieht so niedlich aus. Vor allem, dass Feen unterjocht werden. Es werden wirklich die Feen unterjocht und ich denke mir so, oh nein, nicht diese armen Feenwesen. Ja, nun denn, das war es wieder von mir. Wir sehen uns demnächst. Ciao.